t'appelles tu? Tess. And où habites tu? À Colombe. You, where do you live? In the suburb of Paris. In the suburb of Paris. Ah, elle est parisienne. You can do the ska? Yeah. Comme ça, let's see. Come on. Ein bisschen sieht das ja schon nach Vater-Kind-Turnen aus. Kein Wunder, wenn der 50. Geburtstag einer jamaikanischen Hitfabrik gefeiert wird, stürmen eben mehrere Generationen die Tanzfläche. Auf der Bühne sehen wir den Sänger Afiz, der jüngste Neuzugang bei Studio One, dem jamaikanischen Pendant zu Motown. Wie die große Schwester aus Detroit produziert das Label aus Kingston Hits, die sämtliche Trends überleben. Hinter diesem Wunder ist ein Visionär, der polarisiert. Produzent Clemens Seymour Cox & Dart. Von 1954 bis Ende der 70er reiht Cox & Kingston einen Hit an den anderen und begründet neue Musikgenre. Vom auf die Touristen abgestimmten Calypso vor Jamaikas Unabhängigkeit 1962 bis zu Ska und Rocksteady. Das Label Studio One schenkt seiner Heimat ihren größten und berühmtesten Exportschlager, die Musik. Hier werden die erfolgreichsten Künstler der Insel geboren. Ob Alton Ellis, Ken Booth, Delroy Wilson, die Heptones, Burning Spear oder auch Bob Marley. Für mich war das Alltag. Manchmal summte ich beim Schlafengehen eine Melodie, die ich am nächsten Tag in einen Song einbauen wollte. Ich versuchte, sie in meinem Kopf festzukleben bis zum nächsten Morgen. 1954 zieht Coxon sein erstes Soundsystem auf. Damals werden bei Tanzveranstaltungen in den Dancehalls nur Rhythm and Blues-Platten aus Amerika aufgelegt. Das Soundsystem stand hier auf der Bühne. Und das hier war die Tanzfläche. Die Lautsprecher standen hier vorne und auf beiden Seiten der Tanzfläche. Die restlichen standen draußen auf dem Rasen. Doch als Coxon seine Soundsystem-Karte ausspielt, ist er nicht der Einzige, der seine Boxen in den Straßen von Kingston aufstellt. In den 40er Jahren versuchen Parteien, ihren Kandidaten so mehr Gehör zu verschaffen. Und zwischen den Reden spielen Disc-Jockeys Musik. Der größte Konkurrent von Coxon ist Duke Reed, ein Ex-Polizist, der ständig mit der Pistole am Gürtel herumläuft. Clement Dort wählt einen Spitznamen mit Siegerqualitäten, Sir Coxon, nach dem englischen Cricket-Champion Alex Shacon. Und innerhalb weniger Monate wird Coxons Soundsystem, übrigens eines der dezibelstärksten der Insel, zum Liebling der Dancehalls. Every dance song, five dance keeping tonight. And we're gonna go all them. I'm gonna walk the dance, we go. From one to one and a bunch of us. So you think that's and nothing wrong. I'm but things change. Yes. Life change. These new people grow up hostile and vile. We don't ought to go with them. So we keep our cool while they end up like a fool. Yeah. They come to the bar. Dann folgt Coxons Geniestreich. Er holt sich die Rastafari von Count Assie in sein Studio, den ganz Jamaika die kalte Schulter zeigt. Anschließend stellt er eine Houseband aus den größten Künstlern der Insel zusammen. Mit Studio One führt Coxon, der amerikanische LPs sammelt und seine Kindheit im Lebensmittelladen seiner Eltern verbringt, so die Musik seiner Heimat ins Industriezeitalter. Egal ob Toronto, New York oder London. Mitte der 60er reist man sich in sämtlichen Großstädten der jamaikanischen Diaspora um seine Platten.
Vin Gordon und seine Posauner sind ab 1964 mit von der Partie. Damals haben Musiker noch sehr viel geübt. Sie haben alles gegeben. Coxon sagte immer zu den Musikern im Studio: Meine Herren, ich möchte, dass Sie zusammenleben wie eine Familie. Vin Gordon ist 16, als er über die Schwelle des Studio One tritt. Er hat in seiner inzwischen 50-jährigen Karriere mehrere Meilensteine des Reggae geschaffen, wie etwa diesen Rockford Rock. Kaum ein anderer Rhythmus wird von den DJs so oft gesampelt wie dieser. Wir sind so etwas wie ihre Lehrer. Wir geben unser Bestes und sie können es übernehmen. Wenn etwas schlecht ist, will es keiner haben. Und wenn es gut ist, können sie es übernehmen. Und geben sie dir auch etwas dafür? Keine Ahnung. Ich habe nie was zurückbekommen. Höchstens ein Danke. Manche sagen Danke, manche nicht. No, no, no. Die Wunderwaffe der Studio One-Produktionen ist ihre Zeitlosigkeit. 1992 hört die Sängerin Dawn Penn einen DJ-Remix ihres Hits No 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 aus dem Jahr 1967. Dieselben Lyrics, dieselbe Musik, nur spielt der Song diesmal Platin ein. Dawn Penn sieht aber nicht einen Cent, denn die Rechte des Songs beansprucht Coxon für sich. Ein normales Vorgehen für diesen Produzenten, der seine Musiker tageweise bezahlte. Wir wurden überhaupt nicht bezahlt. Wir kamen aber gar nicht auf die Idee, Geld zu verlangen, weil wir einfach nur unseren Namen im Radio hören wollten. Die Leute, die sich ein eigenes Haus und ein Auto von ihrer Musik leisten können, kann man an einer Hand abzählen. Das ist traurig, aber wahr. . 2004 stirbt Coxon, doch seine Musiker, wie hier der toastende MC Lone Ranger, erhalten das Genre am Leben, aus dem der Rap und die DJ-Kultur entstanden sind. An diesem Abend legt der französische DJ Fatah vom Soundsystem Soul Stereo in Paris eine Studio One-Platte nach der anderen auf, um den 50. Geburtstag des Labels gebührend zu feiern.